So, Freunde, was geht ab? Leute, ich wollte eigentlich jetzt das Mo86 Video drehen. Wahrscheinlich auch das letzte erstmal zu dem, weil der ist eh selbst, hat sich selbst beerdigt. Ja, Leute, TikTok-Cringe, ja? Ich habe jetzt mitbekommen, arroganter Pate, Engelsgesicht und wie die nicht alle heißen. Und da gibt es scheinbar richtig Beef irgendwie mit den Hells Angels und keine Ahnung, wir gucken uns jetzt erstmal das Video hier an. Und dazu will ich jetzt auch mal ein bisschen was sagen, weil scheinbar ist die Straße auf TikTok gezogen und alle Gangster sind jetzt auf TikTok und ich weiß nicht, also keine Ahnung. Totalschaden, einfach nur Totalschaden. Ich schäme mich komplett, total, übertrieben, Fremdschämen pur. So, Assalamu alaikum alle zusammen. Kommt, könnt ihr ruhig aufnehmen, dann ist mir egal, posten. Ich möchte ein Statement abgeben, was Frank Werner betrifft. Frank Werner, für mich bist du ein sympathischer Mensch. Ganz lustig mit Synergy, der Bot. Also das ist auf jeden Fall dieser arrogante Pate, ich glaube jeder kennt ihn, ich höre nur immer seinen Namen, ich wusste nie wie der aussieht, scheinbar, keine Ahnung, soll es irgend so ein Fitchjäger sein, soll scheinbar irgendeiner Großfamilie angehören in Essen und Digga, Alter, der macht hier scheinbar die Ansagen schlechthin, kommt in meine Straße, ich bin der Krasse und das ist auch der, der bei Genghis scheinbar vor der Tür war, ja, also auf jeden Fall richtig Gangster. Boss von den Hells Angels Mafia Boss läuft mit den größten Gangster Sinanji rum. Ja, Selami, an der Stelle erstmal Respekt. Oh, Sinan ist bestimmt definitiv mehr Gangster wie du, oder war es zumindest. Ich weiß gar nicht, was du da wieder für Themen aufmachst. Okay, deine Gespräche waren respektvoll, keine Frage. War sympathisch, auch alles schön und gut. Aber wieso musst du mich erwähnen, Janne, du Fanboy, hä? Wieso musst du einen arroganten Partner erwähnen? Ja, wer bist du jetzt? Ey, Leute, ich sag euch, ich höre seit Tagen arroganter Partner. Jetzt krieg ich eben gerade von Genghis ein Video zugeschickt, wo Kemal, ja, der von den Hells aus der Türkei, mit ihm war ich auch schon in Kontakt, wir haben auch schon per Video telefoniert, und so sehr stabiler Mann, richtig nett, höflich und korrekt, ja. Ich frage mich auch, was er auf dieser Schmutzplattform macht. Bei allem Respekt, aber so ein Mensch wie er hat auf so einer Schmutzseite nichts zu suchen. Ich hasse TikTok, das weiß mittlerweile jeder. Und für mich ist der Abschaum der Gesellschaft auf TikTok unterwegs. Genauso ein Arafat Abu Chaka. Warum ist dieser Mann auf so einer Plattform? Dieser Mann ist doch, der hat doch seinen Namen, der hat doch, warum macht der da Beef? Warum klärt er dies und das? Ich raff das nicht. Okay, dieser arrogante Pate, Engelsgesicht, jetzt dieser Barello, gerade ich habe erfahren, dass dieser Barello Barello heißt, weil er scheinbar immer gebellt hat. Keine Ahnung, was das für ein Opfer ist, ja, aber auch ein Opfer. Jetzt weiß ich auch, warum Mo86 auf TikTok will. Gut, YouTube hat da keinen Erfolg, jetzt geht er auf TikTok, weil da bellen sie alle rum. Ne? Verständlich, aber wir gucken jetzt weiter. Ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen was dazu zu sagen. Und ich werde mich da jetzt sowas von böse mit einmischen, Fitna des Grauens. Abilla, ich habe noch nie mit dir telefoniert. Wie kamst du da drauf, dass 10 Minuten später so irgendwas gekommen ist? Was weiß ich, was du da redest? Guck mal, ich will dir mal was sagen. Frank Hanebut. Bro, Alter, nimm doch seinen Namen nicht in den Mund, Alter. Aber ey, da gab es sogar ein Entschuldigungsvideo von diesem arroganten Pate, wo er sich bei Frank Hanebut entschuldigt hat. Jetzt frage ich mich, warum redet dieser Typ schon wieder über Frank Hanebut? Ich raff das nicht. Ich sag doch, das ist die Unterschicht überhaupt auf TikTok. TikTok ist der größte Schmutz. Sei es Frauen, sei es Männer, Twitter, egal was, LGBTQ und was weiß ich was, alles Schmutz, was da auf dieser Plattform vertreten ist. Erstmal an dich. Ich weiß, dass du dieses Video gar nicht gesehen hast. Natürlich hat er das nicht gesehen. Denkst du, er hat nichts Besseres zu tun, als sich mit so einem Kindergarten hier rumzuschlagen? Deswegen frage ich mich, was macht ein Kemal auf TikTok? Der Bruder ist stabil. Wirklich sehr, sehr übertrieben, netter, höflicher Mann. Mit Respekt zu genießen, der Typ. Aber was macht er hier? Das ist das, was ich nicht verstehe. Und jetzt habe ich, wie gesagt, dieses Video von Genghis zugeschickt bekommen, wo die sich fetzen und beleidigen. Kemal beleidigt ihn, der beleidigt Kemal und hin und her und alter Jungs. Und das irgendwelche Leute, welche Leute dich gehört haben. Erstmal an dich. Frank Hanebut und Werner. Ich sag euch eine Sache. Der meint jetzt hier Werner Frankfurt, so viel ich weiß. Ja, Werner Frankfurt. Unterschätzt nicht Respekt mit Angst. Ich schwöre bei Gott. Guck mal, ich habe nichts gegen euch. Ja, dasselbe solltest aber auch du nicht verwechseln, ne? Euch, okay. Ich habe gegen Hells überhaupt nichts. Ich kenne die, sind viele Freunde. Ich habe Respekt.
und versucht das nicht auszunutzen. Weil wenn ich meinen Respekt verliere, Wallah Billah, weder ihr, weder du, Frank Hannebutt, noch du, Werner, könnt mich aufhalten. Ich sag euch was, Leute. Ich sag euch jetzt wirklich Real Talk etwas. Ich war auch mal ein Verbrecher. Ich war ein Kleinkrimineller, okay? Hab zwar das ein oder andere große Ding gemacht, aber egal. Jetzt bin ich nicht mehr. Okay? Ich sag euch was, wenn ich dieses Video jetzt nehme, zu uns im Viertel rumlaufe oder egal wo hier auf der Straße und ein paar kleine Kiddies frage, die keine Ahnung, so 15, 16, 17 sind, die ihre kleinen Dinger robben, oder was heißt kleine, die robben mittlerweile auch schon ihre großen Dinger. Wenn ich denen dieses Video zeige, die werden sich kaputt lang sagen, wer ist dieses Opfer? Ja, ne, guck mal, ich sag euch das nur im Guten. Hört auf, meinen Namen wieder in den Dreck zu ziehen. Hört auf. Du ziehst doch selber in den Dreck, so wie ich mitbekomme, Alter. Weißt du, was das Problem ist? Ich muss mir jetzt TikTok runterladen und ich hasse TikTok des Grauens, ja? Ich muss mir jetzt TikTok runterladen, um eure Scheiße zu verfolgen, weil ich werde auf euch jetzt reagieren und euch, ich spiele jetzt hier mit. Jetzt spiele ich mit. Jetzt habt ihr mich mit an der Backe. Ich spiele hier mit. Und ich bin niemand. Ich bin kein Gangster oder irgendwas. Okay, ich bin einfach niemand. Ich will einfach nur meine Meinung dazu sagen. Auch wieder bei mich zu reden. Okay? Das Thema ist durch. Das ist jetzt ein Statement von dir. Und unterschätze mich nicht. Ich schwöre bei Allah. Ich mach hoch und ich mach runter. Haram, Bruder. Schwör nicht, ja? Schwör nicht, wenn du nicht alleine irgendwas machen kannst. Du bist ja nicht mal zu Genghis alleine gefahren. Und du bist noch live gegangen. Ich habe dieses Video gesehen. Du bist live gegangen, fährst da runden um sein Haus, ja, und schreist da rum und benimmst dich wie ein kleines Kind, alle, wie dieser Mo86. Ich höre, ihr seid gleiche Ebene, gleiche Stufe. Merkt euch das. Aber weißt du, ihr seid, guck mal, ihr Fake-Accounts, ihr seid die größten, ne, Monafoks, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Wallah billah, ihr seid so Menschen, ich mach das nicht wegen euch, ich mach das für mich. Nein, du machst es genau dafür, Alter. Genau dafür, um große Welle zu schieben, einfach nur. Weil du scheinbar in der Realität nicht deine Aufmerksamkeit bekommst, die du brauchst. Das ist doch auch so bei den Weibern in TikTok. Die kriegen ihre Aufmerksamkeit nicht, dann suchen die sich, machen die sich so einen TikTok-Account, ziehen blank her, ja, und dann kriegen sie ihre Aufmerksamkeit und kriegen von irgendwelchen Männern geschrieben, ja, du bist so schön, du bist so geil, ja. Dabei haben die einen Mann zu Hause sitzen, der jeden Tag sagt, wie schön du bist, und die raffen es nicht, Alter. Ey, ganz ehrlich, Schmutz. Ihr seid einfach Schmutz. Schmutz. Ich nehme euch gar nicht mehr ernst. Nach dem Kampf, was ich gesehen habe, da falsche Fuffis verstecken sich, wenn die Augen... Aber dieser falsche Fuffis, den finde ich geil, Alter. Falschen Fuffis, Alter. Gucken die auf den Boden. Ich sag keine Männer. Ihr könnt beleidigen, wie ihr wollt. Uninteressant. Genau wie du das machst. Du beleidigst doch alles und jeden. Genauso wie Samu. Auch in jedem Video. Oros Butchucu, Oros Butchucu. Der sagt zwar nicht direkt HS, ja, aber Oros Butchucu, Oros Butchucu auf Türkisch. Ja. Aber mir dann vorwerfen, weil ich einmal zu diesen Spacken gesagt habe, ey, du HS, Allah, wo ich mich sogar dafür noch im Nachhinein entschuldigt habe, wo ich gesagt habe, ey, weißt du was, war nicht korrekt, mache ich nicht mehr. Ey, Leute, Allah. Ein Wow-Wow hier, ein Wow-Wow da. Okay? Aber... Eine Sache will ich aussprechen. Ja, Entschuldigung, MF. Hanebut wird deine Mutter auf TikTok sportlich. Verstehst du, was ich meine? So, du kannst gar nichts sagen. So, halt deine Fresse und bleib ruhig, du Kälte, bin Kälte. So, okay? So, eine Sache will ich euch sagen. Werner, guck mal, du hast vor 2 Tagen mit mir telefoniert. Du hast es aber gar nicht gecheckt. Mit einem auf Miri aus Kiel. Ich will seinen Namen nicht preisgeben hier. Ein Ehrenmann aus Miri. Mo Abdallah und arroganter Pate. Du hast so gemacht. So, gestern gehst du im TikTok rein und erwähnt sie wieder so, okay, du hast sympathisch geredet, war alles schön und gut, deswegen werde ich dich respektieren. Auf jeden Fall hast du da so irgendwas gesagt, ja, arrogante Party, wenn die Schuhe aufkauft, Mann. Wenn du doch so sagst, dass die Sache ist erledigt, warum redest du darüber? Warum redest du über mich, du Fanboy? Du und Sinanji seid für mich Fanboys. Warum muss man über mich reden? Ja, ich kann wetten, wenn er das Sinanji ins Gesicht... Das doch, guck mal, ey, sehen wir es mal realistisch. Wenn ich vor einem Sinanji stehe, ich krieg auf die Fresse. Wenn er vor einem Sinanji steht, er kriegt auf die Fresse. Wenn ein Mo86 vor mir stehen würde, kriegt er auf die Fresse. Ja? Sehen wir doch mal realistisch. Okay, so Sprüche klopfen im Internet kann jeder. Aber was ist, wenn der Tag kommt und man sieht sich auf der Straße? Klar, da gibt es den einen oder anderen... Der bellt hier rum und dann auf der Straße bellt er auch nur und wuff, wuff, wuff und passiert nichts. Aber es gibt auch andere Leute, ja? Alter. So, dazu sage ich dir jetzt was. Ich habe nie mit dir telefoniert. Ich schwöre bei Allah, ich kenne dich gar nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben mit dir telefoniert.
So, die Stelle will ich dir sagen. Und zweitens, ich würde dich gerne einladen zum Kaffee, Werner. Komm mal nach Essen, nicht nach Köln, Köln ist gar nichts. Komm nach Essen, Jakob, komm. Kommst du bei mir, bei einer Gönnte Kaffee trinken? Möchte ich dich schon mal persönlich kennenlernen. Vielleicht kann man dir Geschäfte machen. Vielleicht kann man ein bisschen Business machen, kein Problem. Ja, ganz bestimmt macht man mit einem TikTok-Bello aller Geschäfte, ey. Werner, auf jeden Fall zum Kampf lade ich Hanebut, Frank Hanebut, VIP. Zum Kampf lade ich dich sehr, sehr gerne ein mit Barello, damit ich deine Schuhe nehmen kann und auf Barello seinen Kopf tun kann, weil er hat ja die Fitness zwischen uns gemacht. Andi sind wir ja dicke Freunde. Ne? Weißt du, damals, 2001 in Hannover, tja, da hast du mich gefeiert. Er spricht mir, weil er die Macht sauer, du ahnst, weil er ihn erst nennen. Lack Habibi, لك لابوك أنا عطنا إشويق وباي الله كالطرف أشتسي لا تسوي لبي لا تسوي عالم علينا أكل عينكن تمام؟ So und ich habe irgendwas gehört auch dass irgendwie gestern einer Glatze geschnitten hat. Wer hat gestern Glatze geschnitten? Barello. Und dann hat sich glaube ich es passieren sehr viele Sachen auf TikTok, ne? Ja, aber du sagst, ich bin sprachlos, Alter. Ey, ich fuchs mich gerade erst in dieses Thema rein, aber das ist jetzt schon ganz großes Kino hier, Alter. Richtiger Kindergarten, ey, ehrlich. Dann hat sich, glaube ich, Arafat mit King Kachta, der sich hier King Rambo nennt. Für mich ist das ein King, ist eine Kachta, ein offizieller Schalmota von TikTok, gegen eine Ansage gegen Arafat gemacht. Ich habe nichts über den geredet. Ich habe gesagt, er ist ein Fanboy. Also halt deine Schnauze und mach keine Fitner. Okay? An der Stelle grüß mir deine Mutter. Sag ihr arrogante Patholt. Wieso feiert man so einen? Der beleidigt andauernd seine Zuschauer. Ich habe jetzt so 2-3 Videos mir von dem angeschaut. Der beleidigt andauernd, nonstop, ununterbrochen. Wieso feiern die Leute den? Klar, die sind geil auf Fitner und so, aber ey. Ey, oh. Ihr Tanga abholen mit den Kackstreifen. Ciao. So. Ja. Was war denn da los? Kann mich mal einer aufklären? Mit Mo Abdallah ist doch alles okay, Bruder. Ich hab doch meine Sache schon gesagt. Wie viel mal soll ich das noch sagen? Ja, nee, wie viel mal soll ich noch die Sachen aufdrehen? Hab ich doch schon gemacht. So. King Kachba. Ne? King Kachba von TikTok. Was war denn da los? Du redest über Arafat. Was war denn da los? Warum beleidigst du Arafat, Yazelem? Flüchtling, machst du auch noch sympathisch. Ich mag dich nicht. Bei Allah, du bist für mich ein uninteressanter Mensch. Kommt nach Deutschland. TikTok-Bettler, denkt ihr, wäre sympathisch. Weißt du? Ja. Ich weiß, was... Ey, dieses TikTok-Bettler, ne? Das ist auch so eine Sache. Wenn ich mir so manche Accounts, also in der Vergangenheit, ich hatte ja auch mal so TikTok, hab's da mal, was heißt, versucht, aber so, das ist nicht mein Ding, ist nicht meine Welt, ja. Hab's auch ganz schnell wieder vernachlässigt und aufgehört damit. Wie die Frauen da in diese Live gehen, diese Matches oder wie das heißt, und dann betteln, bitte, bitte noch ein Sticker und drücken. Ja. Leute, Alter, ich schwör dir, Alter, habt ihr überhaupt kein bisschen Stolz und Ehre? Was hast du gemacht, das King Kachba, mit Osan, hä? Flutschi, flutschi in Köln, hä? Deswegen schmeißt du auch King, der mit den Socken schläft. Ja, mal ja. So, King Fitner ist scheinbar Engelsgesicht, okay? Wusste ich auch nicht, habe ich eben erst erfahren. Hör mal zu. Ich habe ein Video von dir gesehen. Hör mal zu, egal wie hinterlässig ich immer gegen zu dir war, aber... Und dieser Engelsgesicht ist auch so wirklich die Schande hoch 10, Alter, ohne Witz, Alter. So was, ey, so was Affiges wie den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also der übertrifft sogar noch Mo. Du bist echt ein Mann, Alter, du bist wirklich ein Mann. Ich küsse dein Herz. Ich habe ihn gestern gewonnen, Bruder. Weißt du, was er gemacht hat? Ich bin gerade auf Platz 3. Der konnte sich nicht wiedersehen, dass ich wieder mehr Zuschauer. Über was reden die da? Ich bin Platz 3, 2, 1. Über was redet ihr? Macht einen auf Straße, auf Gangster und redet dann über irgendwelche Ranglisten in TikTok, alle, ihr Schwachköpfe, ey. Platz 3 bin. Er hat seinen Leuten gesagt, alle sollen mich melden. Guck mal, ich hab gemerkt, dieser King Kachba ist neidisch von dir. Ich, bei Gott. Ja, Wallah, ich bin ehrlich, Wallah, er ist neidisch von dir. Er kommt nicht darauf klar, dass du Zuschauer hast und er nicht. Aber daran bist du selber schuld. Weil du, guck mal, ich sag das nicht umsonst, schade. Wir machen hoch und wir machen runter. Weißt du, was ich damit meine? So ist das, so ist das. Ich will dir mal erklären, was ich damit meine. Ein Mensch wie du macht Runde hoch, so die nicht mal deine Schuhe wert sind im wirklichen Leben, so weißt du? Und ich komme und mach die runter. Das ist immer so. Du hast die Menschen hier zu Spaß gemacht. Ich schwöre bei Allah. So. Bruder.
Ja. Das ist ja das, ich gönne ihm ja jeden, weißt du, was er gestern gemacht hat, hätte ich nie gedacht. Er hat Ja. keinen Leuten gesagt, meldet Engel und dann wird er gesperrt, dann ist er nicht mehr Platz 1. Ich war ja gestern Platz 1. Platz 1, Platz 2, Platz 3. Alter, Leute, ist es euer fucking Ernst? Aber ich habe noch nicht seinen Charakter gehabt, wo ich sage, geh drüber und mach den meldet. Ich sage immer, beleidigt denjenigen, aber ich würde nie jemanden melden lassen. Da ist Rambo sein Gesicht. Schau, der ist nicht mal jetzt bei Top 10. Ich blick bei diesem scheiß TikTok sowieso nicht durch, ne, Leute. Ich sag euch, ich blick überhaupt nicht durch. Wie, wo, was, Rangliste. Ich blick da nicht durch, Alter. Ich weiß gerade, dass er 7200 Likes hat und 1000 Zuschauer und den Rest, ich check gar nichts. Das ist einfach für mich Schmutz. Ich will mich damit auch nicht so wirklich befassen eigentlich, aber ey. Dabei jetzt, Leute merken sein Gesicht, dann hat der Wette verloren, hat er seine Wette nicht eingehalten. Barello hat wenigstens sein Wett eingehalten. Hoch und runter! Ja, das fand ich sehr stark von Barello. Hallo an der Stelle, Barello, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Alles gut, Wochenabteilungsstar, Habibi, Hobby? Ey, warte, Ja. wieso antwortest du nicht privat? Bist du Fame geworden oder was? Warte mal kurz. Schade, Bruder, guck mal, ich hab dir von Anfang an gesagt, ich hab auch mal so ein paar Sprüche. Machst du mal die Tür zu, Alter, ich fühle mich gerade unwohl. Geh raus. Ich hab dir gesagt, Bruder, ich mag dich. Egal was du Ich würde mich auch unwohl fühlen, wenn ich du wäre. Ich sag dir, wie es ist, Alter. Real Talk. Machst, du hast eine Sympathie. Der Superstar Sockenabteilung genauso. So, du bist ein Korrekter, du bist verrückt. So, aber Bruder, schade, ich schwör bei Gott, du machst Sachen, Bruder, du machst irgendwelche Leute groß, Bruder, die es gar nicht verdienen. Weil du kennst dich, ich weiß, du kommst aus Bayern, du weißt gar nicht, was hier Wie, passiert. Ja. willst du sagen, Engel hat Rambo groß gemacht? Was Du ist, ey, bitte beim nächsten Mal sagst du King Kachber, nicht Rambo, das ist kein Rambo, das ist ein Kachber. Bitte, Offiziell. Junge. Ja, okay, guck mal, bleib mal loyal und sei mal ruhig. Schade, Walla Binder, ich sag dir, Bruder, du hast irgendwelche Leute groß, die es gar nicht verdienen, weil du kennst die Straße nicht, Bruder. Du kommst aus München, Bruder. Was redest du von Straße? Du chillst gerade auf TikTok. Was redest du von Straße, Mann? Denkst mir hier, die Leute aus einer Erwähnung, weil die ein bisschen breit sind, bisschen muckig, diesen Männer, die sind, ey Bruder, die Straße, das sind gar nichts. Ich schwor bei Allah, das sind Leute, Bruder, die nur Fame werden wollen. Vor Zuschauern, guck mal, was ich hasse, Bruder, vor Zuschauern reden die anders und sobald du am Telefon bist, ich küsse dein Herz, mein Bruder, Habibi, hör auf, die Leute machen Fitna. Und das fuckt Ich mich an, ich kann so hatte nicht das, leben. Bruder, vor allem, du bist ja selber arabischer Kurde, aber du musst mir recht geben. Vor allem, was ich bei euch gemerkt habe, das weißt du selber, hast mir sogar recht gegeben. Bei euch ist der eifersüchtig voll heftig, Alter. Normal Muslime mussten ja zusammenhalten, sagen wir, ja. Aber bei euch ist es Ja. genauso, Bruder. Bei euch ist echt nichts, sondern viel dabei. Auf was eifersüchtig? Auf diese Likes und Zuschauerzahlen, Abonnenten oder wie nennt man das da? Follower? Ey, Leute, Alter. Ja, Bruder, das stimmt. Bei Bayern, Bruder, Bayern gibt's sowas nicht. Bayern interessiert sich nur Also, für sich. Bei Bayern gibt's sowas nicht. Engel, ich muss ehrlich sein, guck mal. Hört ihr mich? Ja. Guck mal, dieser Pat und so, ne? Guck mal, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, Part ist Ehrenmann. Der hat gerade wieder gut geredet über mich, obwohl ich ihm viel hintergangen bin. Wallah, Part ist Ehrenmann. Part weiß, wer was ist. Allein, dass er über Boxer Rambo gleich gesagt hat. Wallah, aber Rambo hat am Anfang nur 300 Zuschauer, was auch nicht schlimm ist, dass er jetzt. Gestern ist er richtig abgestürzt. Der war schon neidisch mit seinen 1000 Zuschauern und dann hat er seine Leute zu mir geschickt, dass er mich melden soll. Sein wahres Gesicht kommt langsam raus. Aber Rambo, Engel, guck mal, ich sag dir Guck mal, der hat Rambo in Gedanken, guck mal, das ist, guck mal, siehst du, das ist, warte mal, das ist die Angst. Wenn ein Mensch Angst vor jemandem hat, dann erwähnt er ihm seinen Namen. So, Barello, Alter, ja, Wallabilla, was tust du Ey. hier? Schade, ich bin auf jeden Fall in. Hä, wenn jemand vor jemandem Angst hat, dann erwähnt mir doch nicht seinen Namen. Was ist das für ein Quatsch? Deinen Rücken, egal was ist, ich bin mit Warte. dir. Wie? Wir Was, geben was, mal was, diesen was? King Kachba, Du bist hinter King meinem Kachba Rücken? offiziell ab. Sei mal ruhig, wenn ich rede. King Kachba offiziell ab heute TikTok-Verbot. TikTok-Verbot, du Kerl. Du darfst hier bei TikTok rein. Wir gehen nicht auseinander. Hey! Ja. Ja. Stehst du hinter seinem Rücken, auch wenn Mo Abdallah ihm was antun will? Also, hab ich das richtig gehört? Guck mal, ich habe letztens sowas so gesagt. Guck mal, das Problem ist, du. Was ist Mo Abdallah? Was redest du da, Mo Abdallah? Der knallt ja an, du fliegst, was weiß ich, Alter, du bist. Ey, Leute, ist das. Ey, meint ihr das ernst? Ist das euer Scheiß ernst, Alter?
du redest über mich, Entschuldigungsvideo und so. Was war denn, wo du mit Mo Abdallah live warst? Ja, sorry, Bruder, ich wusste nicht, wer du bist und so. Meine Fresse, Alter, unter Lusch über andere, wenn du da gehst. Aber Arganta, du kannst dich doch nicht mit deinem Barello vergleichen, der ist doch so. Du bist ja wirklich Straße. So. Guck mal, ich sag dir eine Sache. Du suchst wieder Fitner Barello, ne? Aber eins kann ich dir versichern. Was? Wenn ich jemanden will, Mo Abdallah, und Hunderte wie Mo Abdallah. Oha, hör mal jetzt! Können nichts machen, wenn ich einen ficken will. Okay? Keiner kann was machen. Du alleine. Safe nicht. Aber wenn du scheinbar deine Familie im Hintergrund hast, dann kann es gut möglich sein, dass du ein bisschen geschützt bist. Aber du alleine selber, du selber machst gar nichts, Alter. Vor bei Allah. Keiner. Okay? Merk dir das. Tu das ein Ohrring in dein Ohr. Und steck dir ein Ohrring in deinen Arsch. Ein Ohrring zwischen deinem Arsch. Warte, aber wo ich in, Bruder, wo ich in NRW war, ja, da haben wirklich viele gesagt über deinen rahmetli Vater, dass er wirklich ein Ehrenmann war. Weil das haben voll viele gesagt, dass er wirklich ein sehr guter Mensch war. War der auch, danke schön, Bruder. Genau, und dann habe ich gesagt, warum ist Pate manchmal schwimmkrank? Also warum tut Pate immer seine Meinung ändern, weil du bist ja auch wie ich, Schizophren. Und dann meinten viele, ja, seit sein Vater tot ist, hat er leider. Aber ist normal, verstehe ich. Deswegen... Ich bin jetzt auch auf deiner Seite, weil du merkst, wer gut ist, wer nicht gut ist. Weil das, was Rambo gestern getan hat, hat mir echt wehgetan, Digga. So, ist in Videos auf For You gelandet. Ich habe am Anfang nicht gehört, wo er eiskalt. Videos auf For You gelandet, ey. Sagt, meldet ihn. So ein Mistgönner, dieser Fluchi. Aber Engel. Gott hat ihn wieder runtergemacht, Gott sei Dank. Engel, aber wieso sagt dieser Patte zu Rambo King Kaspar? Was hat er aber damit zu tun? Okay, bei dir kann ich verstehen, ihr habt diese Streit, der King von TikTok ist, aber... Der Pate meinte, das hat, mit Arafat hat er gestern irgendwie Ansage gemacht. Wie es angefangen ist, habe ich jetzt gerade Pate erklärt und... Ich hab's davor schon gesagt, ich hab das schon immer gesagt, King Kaspar, ich mag den nicht. Er ist für mich ja, ein Flüchtling, so ein abgefuckter Flüchtling. Boah, Flüchtling, Alter, das... Ich halte mich jetzt mal kurz bedeckt. Soll ich denn nicht sagen, er mag dich auch nicht. Egal, was ich sehe, dann geht er mal raus. Ich weiß nicht wieso. Boah, Barello, ey, guck mal, du suchst wieder Fitner. Nein, Junge, ich sag dir mal eins. Geh runter, ja, Kelp, Alter. Geh runter auf die Schnauze. Bleib unten, du Hund, Alter. Wallah. Warum schmeißt er den jetzt raus, diesen Barello, der, keine Ahnung, bekannt dafür ist, dass er mal bellt? Ich mich nicht auf, Alter. Falscher Fuffi, Alter. Falscher Fuffi, Alter. Den finde ich aber geil, den Spruch. Falscher Fuffi, Alter. Mo, du falscher Fuffi, Alter. Du bist ein richtiger Fitner-Mensch. Du redest über andere, urteilst bei anderen und gehst bei Leuten lutschen. Aber Bruder, das ist ein Mensch, was? Wallah, Bruder. Guck mal, ich mag den, aber der nutzt das aus, ja, seiner mit. Nein, Bruder, du weißt schon, dass er wirklich jetzt kein Spaß ADS erkrankt ist. Da, ihr habt alle ADS oder ADHS. Ihr habt sogar ADHS. Alle miteinander. Ja, dann. Der nimmt Tabletten, Bruder, wenn ein Barello. Keine Aufmerksamkeit bekommt, der wird dann schwer krank. Das ist jetzt wirklich eine Krankheit, Jani. Deswegen. Guck mal, seitdem der arrogante Pate gemacht hat, macht er ja nicht mehr. Oder tut Socken im Mund. Ich hab ihn zu einem Mann gemacht, Jasper. Der soll mal dankbar sein, Bruder. Merkst du es nicht, Bruder? Okay, gestern hast du wieder. Ja, ich habe ihn gewonnen. Ich habe ihn gewonnen, Bruder. Der weißt du, was das heißt? Weißt du, was das heißt bei uns, wenn ein Mann Glatze macht? Weißt du, was das für eine Bedeutung hat, wenn ein Mann zu mir sagt, mach Glatze, wenn du ein Match verlierst? Ach, Barello. Was, wenn du ein Match verlierst, Glatze? Weil... Arrogante Pate, dein Psychologe war 3 Tage mal wieder nicht da und hast ein bisschen wieder... Komm hoch, mein Schatz, komm. Lass ihn Betreuer suchen. Ich mag es, den zu ärgern, Bruder. Hallo. Ja, danke. Ey, ich kann Engel auch nicht verstehen. Und dich auch nicht. Ihr sagt, ich hab Bestrafung gemacht. Hätte ich nicht gemacht, wäre ich ein 30er wie Rambo. Hab ich gemacht, bin ich trotzdem schlecht. So ist das, Respekt. Das kann ich nicht verstehen. Arafat hat doch gesagt, Respekt, Rambo. Ach, weil Arafat sagt, Respekt muss das so sein. Okay, das ist ja seine Meinung. Das ist wirklich so ein Fitnessstifter, dieser Barello. Das ist ja seine Meinung. Was ich zu dir gesagt hätte? Respekt, du Kepek. Meine Meinung. Jeder hat seine Meinung, Bruder. Guck mal, was ich gemacht hätte, Parallel? Ich hätte meine Füße macht man. Ich hätte meine Hand genommen, so, ne? So ein bisschen.
Hey, warte, warte, was ich heute mit ihm mache. Wir matchen heute wieder mit. Heute macht er ein Superman-Kostüm, also ein Deck. Wir matchen wieder. Alter, eure. Weißt du, ihr seid in der Realität, seid ihr gar nicht der Rede wert. Ihr seid nur auf TikTok. Und da wird über euch gesprochen, deswegen spielt ihr dort den Gangster, Alter. Ohne Witz. Was ein. Boah, Diggi, Alter. Ich auf sein Ding, boxt er schon wieder auf den Kopf. Und er geht durch die Stadt und sagt: Ich bin der neue Superman. Ja, nur, du hast Supporter, Engel. Du hast gegen mich Supporter, aber spiel mal gegen Rambo 1 gegen 1. Und guck, ich hab doch Rambo 1 gegen 1 gestern 5-mal gewonnen, 5-mal. Aber das war Vierer-Match. Hä? Nein, oder? Ohne Vierer-Match, davor, 5. Wisst ihr, was ich mich frage, ob dieser arrogante Pate auch privat so ist, wie er jetzt gerade so redet und so, oder ob der vielleicht nicht doch eigentlich voll der liebe, korrekte Typ ist. Ich kenne ihn nicht. Ich blick da nicht so ganz bei dem durch. Man kann ihn nicht einschätzen so richtig. Mal! Wallah! Ich schwöre dir auf Koran. Frag Leute 5-mal. Hintereinander 5-mal. Seine Zeit ist vorbei. Was habe ich zu dir gesagt? Ich habe gesagt, Barello, der wird nur einen Monat ein bisschen gehypt wegen seiner Sprache. Gestern ist er ausgeflippt, hat nur noch nicht mal 1000 Zuschauer gehabt. Leute, wissen jetzt einmal, ich habe ihn verpasst. Und hat nicht mal 1000 Zuschauer gehabt. Ja, ich bin froh, wenn ich 50 Zuschauer nur habe, Alter. Mal hintereinander gewonnen. Der war jetzt Zufall wegen seiner Sprache, weil Leute live getan haben in Rangliste. Ist wieder vorbei, wart noch einen Monat, ist er komplett weg. Das ist kein Künstler, Digga. Oh. Kemal Abi, wie geht's dir? Salam alaikum. Salam alaikum, Kemal. Oh, Kemal auch da. Alles gut, Entschuldigung, sechsmal habe ich gesagt. Bester Mann, Abi, King. Kemal, merhaba. Ey, Barillo, hör auf, Fitness zu machen. Abi, es tut mir leid, Abi. Walla, ich wollte nicht. Aus Versehen, Abi. Walla, aus Versehen. Ja, Janum, guck mal, ihr kennt. Ey, arrogante, schöne Grüße hier von deinen tschetschenischen Brüdern aus Hamburg. Tschetschen? Ja. Abi, was war das? Shabab ist Almuna Alek. Kemal, Abi, es tut mir leid, Abi. Walla, Abi. Ich schwöre, ich wollte nicht. Habibi, wie geht's? Wieso sehen wir dich? Warte, ich bin im Live, warte, ich zeig mich. Warte. Was ein Kindergarten, jetzt mal ohne Witz, Alter. Ey, du bist ganz erschöpft von Hampel. Ey, Barillo, hör auf damit. Weißt du, was das Problem ist? Ey, ihr kennt alle Arrogante. Und ihr wisst, wie der drauf ist, Mann. Wenn ihr etwas tut, er lässt sich das nicht gefallen und dann redet er Sachen, die er nicht sagen will. Hört damit auf, Mann. Aber wieso? Wieso ab ist das mein Blut? Ja, nein, weißt du, was du machst? Guck mal, du hast das geschaut bei ihm. Okay, Arrogante redet immer mit Herz. Okay, das, was er sagt, redet er mit Herz, sagt er auch mit Herz. Aber dabei vergisst er manchmal und schaltet sein Gehirn aus und will nur angreifen. Hört damit auf, Mann. Wallah, hört damit auf. Deine, das kann das, und vor allem nicht Namen in den Mund erwähnen, die für uns Respektpersonen sind. Oder nicht, Bruder? Ja, aber dass er das gemacht hat, weil er hat ja auch Koran gesprochen, Bruder. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er für mich durch. Ach so, hat er. Ja, okay. Wenn er auf Koran gesprochen hat, dann stimme ich zu. Okay, dann ist es was anderes. Er hat auf Koran gesprochen, er hat gesagt, Wallah, ich mach das. Und er hat es gestern gemacht und ich feiere ihn deswegen. Hätte er es nicht gemacht. Das, ja, dann ist das was anderes. Kemal Abi, wann kann ich dein Motorrad sauber machen, du King, du Ehrenmann, du King? Ja, komm. Ich komm liebe in die Türkei, dich. Daniel. Komm in die Türkei. Kannst du gerne mal seine Schuhe putzen? Natürlich, wollen wir nicht machen. Junge. Du kannst auch von Hannebutt die Socken im Mund nehmen im Kampf. Junge, guck mal, warum erwähnt er hier mit zusammen mit Kimmel Abi? Wieso erwähnt er? Warum erwähnt er hier? Er rächt sich gerade für die Dinge, was du ihm gemacht hast. Er rächt sich für die Dinge, was du ihm sagen lassen hast. Okay, Leute, ich gehe wieder raus. Ich verabschiede mich durch. Ey, Schade, warte, Schade, Habibi. Einen Moment. Ja, guck mal, Schade. Ich bin immer hinter dir, obwohl du manchmal so, ich sag dir, meine Meinung ist manchmal so ein richtig falscher Fuffi, aber subhanallah, Liebe kann man nicht erzwingen, ich liebe dich, Bruder, vom Herzen,
Du bist einfach ein verrückter Bruder, Mensch. Weißt, komm, du weißt, ich, Bruder, du weißt, egal was, King, Bruder. Egal was dieser King Kachba oder was auch immer ist, dieser Flüchtling will. Bruder, du weißt schon, dass ich, du weißt schon, dass ich Chamäleon tätowiert habe. Weißt du, was Chamäleon ist? Überlebenskünstler. Ich überlebe nur, Bruder. Ich muss Kalten wechseln. Alhamdulillah. Für mich bist du immer noch TikTok. Für mich bist du immer noch TikTok, sein Vater. Und mach nicht irgendwelche Leute hoch, denn Arrogante macht die wieder runter. Pass auf dich auf, Mann. Ja, Habbi. Ey, pass auf euch auf. Salam alaikum, ne, Bruder? Alaikum salam, Kemal Habibi. Pass auf dich auf. Barillo, pass auf dich auf. Bleib so, wie du bist. Oh, besser Mann, Abi. Ich schwöre, besser Mann. Also, pass auf dich auf. Pass auf euch auf. Pass auf. Salam alaikum. Assalam. Ciao, ciao. Salam alaikum. Barillo. Ja. Und wieder. Deine Zeit ist gekommen, ja, Habbi. Wir zwei Männer wieder alleine. Leute, ganz ehrlich, gefühlt, wie ich das mitbekomme, tun sich diese ganzen Leute dort jeden Tag vertragen, nächsten Tag streiten, dann wieder vertragen, übernächsten Tag wieder streiten. Und dann entschuldigen die sich gegenseitig und dann streiten wir, dann lieben die sich. Also richtige, keine Ahnung, was ein fucking Kindergarten das hier ist, ey. Wann und wo und wie? Sag ich habe mal eine Frage, bevor wir das Thema reden, ich habe mal eine Frage. Aber ohne ironisch reden. Ich hab ein Video gesehen, wo du so ein bisschen so, ja, gerade wolltest du Motorrad putzen, Schuhe putzen von Kemal. Ist ja was. Ja. Okay, Leute, das war's hier an der Stelle mit dem Video. Wir werden uns auf jeden Fall noch ein paar andere Videos anschauen über die ganze Thematik. Vor allem mit der Thematik Kemal, weil ihn habe ich auch kennenlernen dürfen. Und, ey, das ist doch, ey, Leute, die Straße ist nicht mehr auf der Straße, die Straße ist jetzt auf TikTok, okay? Und jetzt bin ich auch auf TikTok von YouTube aus, okay? Also Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem ganzen Affentheater haltet und liken, kommentieren, teilen, macht irgendwas und ihr wisst. Jeder träumt von den Batzen und nem fetten Benz. In der Nacht unterwegs mit meinen letzten Cents. Am Hustlen, ich hab keine Zeit, um im Bett zu hängen. Ich kämpf für mein Ziel jeden Tag. Schreibe Parts und danach schneid ich Videos bis nach.